Die zwei Beschuldigten haben verschiedene Schmuckstücke, eine Bankkarte und 3'000 Franken Bargeld gestohlen. Zum Tatzeitpunkt war eine von ihnen im Alterszentrum als Nachtschwester angestellt gewesen. Auch dort beobachtet man den Prozess aufmerksam. Also wir verfolgen es mitverfolgen aus der Entfernung, wir sind nicht dabei. Wir sind froh, dass das endlich stattfindet, dass es jetzt nach 2 Jahren vielleicht doch mal einen Schritt weiter geht und wir ein Stück weit das können abschliessen. Ja, wir sind sehr froh, wenn wir dann wissen, wie das Urteil sein wird. Wegen der Tat hat das Alterszentrum verschiedene Massnahmen ergriffen. Wir verlangen bei jedem neu eintretenden Mitarbeiterin und Mitarbeiter einen Strafregisterauszug. Verlangen. Das ist jetzt bei uns die Regel. Dann als zweites haben wir einen Schlüsselkasten installiert. Das ist so eine Anlage, wo man nicht mehr einen persönlichen Schlüssel hat, sondern je nach Funktion einen Schlüssel überkommt, der am Morgen aus dem Kasten nimmt und am Abend wieder zurück in den Kasten legt. So kann man dann nachvollziehen, wie lang oder wo ist der Schlüssel weg war. Außerdem mache ich den Wachdienst nicht mehr einfach die Runde, sondern nehme Kontakt auf mit der Nachtwache. Im Moment sei das Urteil aber sekundär. Die Aufmerksamkeit gilt den Leuten, die jetzt im Alterszentrum wohnen. Auch beim Berufsverband der Pflegefachfrauen und Männer SPK verfolgt man den Prozess. Bemängelt wird vor allem, dass es noch kein aktives interkantonales Berufsregister für Pflegepersonal gibt, wo so Vorfälle dokumentiert werden. Präventiv etwas machen ist relativ schwierig. Und wir haben natürlich die Situation, dass wir einen Fachkräftemangel haben, oder? Und auch gerade im Langzeitbereich. Und dann ist man angewiesen darauf, dass man ausgebildete Leute einstellen kann. Und umso mehr müsste man dann eben eigentlich innerhalb eben von einem so einem Auszug, von einem aktiven Berufsregister nachschauen können, ist das wirklich eine geeignete Person. Die Forderung könnte schon bald erfüllt werden. Der Bundesrat ist schon am Ausarbeiten von einem entsprechenden Gesetzesentwurf.